Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Papers, Please, einem Spiel, das jetzt nicht gerade bekannt ist für seine unglaublich actionreiche und mit mega krassen Effekten versehene Story, sondern eher ein Spiel der ruhigeren Art ist, jedoch mit ja einer ganz lustigen Story, einer ganz netten Art von Humor. Und man sieht hier schon, ich habe schon mal ein wenig gespielt und habe dabei bemerkt, dass sich das Ganze doch ganz gut für ein Let's Play eignen könnte. Und darum lösche ich das Ganze jetzt einfach mal. Ja, löschen. Was? So, dann muss ich die einzelnen Tage anklicken, oder was? Warte mal, wenn ich so mache und so mache. Genau, löschen. So, und dann fangen wir mit einem neuen Spielstand an. Herzlichen Glückwunsch. Die Arbeitslotterie des Monats Oktober ist abgeschlossen und Ihr Name wurde gezogen. Melden Sie sich umgehend zum Arbeitseinsatz beim Ministerium für Grenzschutz am Grenzübergang Gresten. Wer sich fragt, Gresten liegt nicht in Deutschland oder auch in sonst keinem Land auf dieser Welt, das ist eine Fantasielandschaft. Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihrer Familie in Ostgresten zur Verfügung gestellt. Yay! Es lebe Arstotzka! Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich spreche es einfach aus. Ich nenne es Arztotzka. Gut. Grenzübergang Gresten endlich eröffnet. Nach 6 langen Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Und dann haben wir noch Politik, Unterhaltung und Familienvor-Zusammenführung. Und die ganze Zeit ist übrigens unbezahlbar, sehe ich gerade. Gut, wir gehen zur Arbeit. Ja, wir schlüpfen in diesem Spiel in die Rolle eines Herren, der an der Grenze sitzt und Pässe kontrolliert. Arstotzka, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Inspektor, willkommen bei Ihrer neuen Position am Grenzübergang Gresten. Stempeln Sie Einreisevisa in Pässe und geben Sie die Dokumente den Einreisenden zurück. Nur Bürger von Arstotzka sind zur Einreise berechtigt. Alle Ausländer sind abzuweisen. Es lebe Arstotzka. Ja, dann sehen wir hier, ne? Achten Sie auf die im Pass angegebene Nationalität. Da sieht man das. Dann sieht man hier, wie unsere Kabine aufgebaut ist. Und hier nochmal die Zeitung. Gut, und dann können wir hier die ersten Leute rufen. So. Guten Tag, der Herr. Zeigen Sie doch mal Ihre Papiere. Ja, endlich können Sie nach Hause. Wir haben hier so ein nettes kleines Büchlein. Und da finden wir alles, was wir brauchen. Ne, hier zum Beispiel Vorschriften, Person muss einen Pass haben und nur Bürger von Arstotzka sind zugelassen. So, und das heißt, wir schauen hier, ne, dieser Pass, das ist der von Arstotzka, das sieht man hier. Klicken wir drauf. Und dann können wir, was ich eben schon machen wollte, hier sehen wir, der Pass sieht gleich aus, das ist der richtige, ne, hier zapp und zapp. Und dann schauen wir, der Ort, der den Pass ausgegeben hat, ist Orvetsch, ne? Und gibt einiges zu schauen, allerdings ist das ja jetzt gerade noch gar nicht nötig. Sondern jetzt gerade sollen wir einfach nur sagen, du kommst aus Arstotzka, also darfst du in unser feines Land hinein. So sieht das dann aus, hier mit Einreise genehmigt und so. Es lebe Arstotzka. Und dann rufen wir den nächsten hervor. Guten Abend. Ah ja, schau mal hier, da sieht man schon, das ist jetzt kein Pass aus Arstotzka, sondern einer aus Impor. Und die Leute aus Impor dürfen wir nicht reinlassen, wie wir am Anfang gelesen haben. Deswegen müssen wir das Ganze leider ablehnen. Das sieht man hier, Einreise abgelehnt am 23.11. Und er muss leider wieder gehen. Und dann rufen wir den nächsten. Ja, und das ist im Grunde der gesamte Inhalt dieses Spiels. Wir schauen in verschiedene Pässe und entscheiden, kommt er aus Arstotzka oder nicht. Und wenn nicht, dann stempeln wir das Ganze als abgelehnt und derjenige darf wieder nach Hause gehen. Zumindest am ersten Tag ist das so unser Job.
weil am ersten Tag muss man es doch einfach machen, den Leuten, ne? Und da das Ganze etwas langweilig noch den ersten Tag ist, denke ich auch, dass ich in diesem Projekt relativ viel schneiden werde. Heißt, wenn man zu so langweiligen Stellen kommt, wo man die ganze Zeit nur dasselbe macht und nichts passiert, dann schneide ich das Ganze ein bisschen raus und so behaltet ihr dann doch die interessanteren Stellen. Oha, das war ein Fehler, diesen Grenzübergang zu öffnen, meint er und geht wieder. Mysterious. So, hier ist nochmal eine Dame, wieder aus Impor. Ach, die Dame heißt... Nee, sie heißt Michal Ahmed, genau. Wollte schon sagen. Wenn sie nicht mit Vornamen Ahmed gehießen hätte, dann hätte ich mich etwas gewundert, wieso eine Frau denn Ahmed heißt, aber okay. Kann ja sein, dass es Länder gibt, wo das ein Frauenname ist. Ich kenne mich nicht aus. Das ist eine aus Aristotzka. Dann haben wir lieber Herr Lofdal. Sie dürfen natürlich in unser wertes Land einreisen. Haben Sie einen schönen Aufenthalt. Es lebe Aristotzka. So, noch ein Herr aus Republien. So, es ist 6 Uhr abends, das heißt, die Leute müssen gehen. Dem guten Herrn hier müssen wir noch sagen, dass er leider nicht einreisen darf. Und dann bis bald. Ja, und schon haben wir Feierabend. Und Tag 1 ist zu Ende. Verwalten Sie Ihre Ausgaben mit Hilfe der Kontrollkästchen unten. Na, hier sehen wir, Ersparnisse haben wir 30, Gehalt haben wir wegen 8 Leuten 40 Dinger bekommen. Miete kostet 20, Nahrung kostet 20, Heizung kostet 10. Alles ausgegeben, haben wir noch 20 übrig, allen Leuten geht's gut, können wir schlafen gehen. So, Unterhaltung, hier ist total spannend. Analysten in Feierlaune, mehr Handel und Kooperation erwartet, das Wetter, Grenzübergrästen ein Erfolg. In Kürze weniger Auflagen, Einreise von Aufländern. Was habe ich gerade gesagt? Von Ausländern meine ich. Habe ich gerade Aufländer gesagt? So, 24. November 82. Dieses Spiel ist nicht so alt, aber keine Ahnung, wieso man sich ausgerechnet dieses Datum ausgesucht hat. So, Aristotzka, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Inspektor, mit dem heutigen Datum ist auch Ausländern mit gültigem Pass die Einreise gestattet. Ihre Kabine ist jetzt mit Geräten zur Prüfung ausgestattet. Alle Passdaten sind sorgfältig auf Diskrepanz zu prüfen. Einreisewilliger mit inkonsistenten Daten sind abzuweisen. Bitte wenden. Prüfmodus. Den Prüfmodus können Sie mit Hilfe des roten Knopfes, hier der da unten, auf Ihrem Schreibtisch aktivieren. Markieren Sie bei der Prüfung 2 diskrepante Angaben, um weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Vorschriften und Richtlinien. Dieser Posten unterliegt den Vorschriften und Richtlinien des Ministeriums für Grenzschutz. Die Vorschriften sind eingehend zu studieren. Es lebe Aristotzka. So, hier sieht man, ne, markieren Sie 2 Diskrepanzen im Prüfmodus, um ein Verhör durchführen zu können. Dann sehen wir hier nochmal den Aufbau und die aktuellen Nachrichten. Und dann rufen wir schon mal den ersten an. Dann machen wir hier unser Büchlein hin. Und dann öffnen wir den Rollladen. Und nehmen die ersten Papiere entgegen, die nicht aus Krestin kommen, sondern aus Obristan, wie hier steht. Gehen zu der Karte, gehen nach Obristan und können jetzt gucken, das Ganze wurde in Lorndas ausgegeben. Das steht hier auch, das macht Lorndas. Ist also okay. Wir sehen, der Typ ist 44 geboren, also ist das realistisches Datum. Wir haben hier, der Pass läuft ab am 26.10.84. Wir haben den 24.11.82, wie wir da sehen können. Ah, hier sehen wir das Gewicht der Person, 98 Kilo. Fällt mir auch das erste Mal auf. Und das Gesicht, das passt auch zu der Person. Ne, wir könnten jetzt hier... Ach, wir werden eh noch früh genug was prüfen müssen, muss ich euch nicht jetzt zeigen. Wir dürfen demjenigen die Einreise genehmigen. Und haben Sie einen schönen Aufenthalt. So, dann rufen wir die nächste Person an. Guten Tag. Ah, ein neuer Pass aus Antegrien. Gehen wir hier auf Antegrien, dann können wir schauen, ne, der Pass sieht richtig aus. Der Typ kommt aus St. Mermo, hat das ausgestellt. Der ist 46 geboren und der Pass ist schon am 12.11.82 abgelaufen, wie man hier sehen kann. Das heißt, wir gehen jetzt in diesen Modus hier, dann klicken wir das Ganze hier an
klicken das da an und dann sagt er, Diskrepanz entdeckt. Und wir hören den Typen. Sie können nicht mit einem abgelaufenen Dokument einreisen. Was? Das muss ein Irrtum sein. Ich habe das doch gerade erst verlängern lassen. Ja, aber leider nicht lang genug. Und deswegen müssen wir dich ablehnen. Tut mir sehr leid. Tut mir wirklich leid. Haben Sie noch einen schönen Tag. Ich werde hier, glaube ich, auch Musik in den Hintergrund legen. Also euch wird das gar nicht auffallen, weil die Musik läuft bei euch schon. Aber tatsächlich läuft hier keine Musik. Dann haben wir hier eine nette Dame aus Aristotzka tatsächlich. Gehen wir hier wieder zur Karte der Region. Klicken auf Aristotzka. Dann sind wir bei Aristotzka. Der Pass sieht richtig aus. Sieht ein bisschen aus wie so ein Reichsadler, ne? Fällt mir gerade auf. Voll komisch. Naja, aus Orwitsch, 60 geboren. Der Pass läuft bis 84. Das Bild, das passt auch halbwegs. Und Geschlecht passt auch. Und Gewicht kann man nicht prüfen. Sieht soweit alles richtig aus. Heißt, wir lassen die gute Frau Sternshain in das Land einreisen. Haben Sie einen schönen Aufenthalt. Und rufen die nächste Person herbei. Den haben wir hier. Wieder aus Aristotzka. Oh, Beeilung. Ganz ruhig. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ist das ein Mann? Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie eine Frau. Wir fragen mal nach einfach. Unser Gerät sagt, das ist ein Mann. Alles klar. Dann gehen wir wieder zu Aristotzka. Ausgebende Gemeinde ist Ostgresten. Das passt. Der Pass ist noch nicht abgelaufen. Der ist rechtzeitig geboren. Dann können wir das Ganze genehmigen. So. Bitteschön. Und wir holen den nächsten herbei. Der hat ja einen gewaltigen Bart, der Herr. Oh. Ja, ich muss zugeben, so ein paar von den Leuten, die hatte ich schon mal beim anderen Durchspielen. Und dass ich auf den Bart hingewiesen habe, war Absicht, weil das Bild, das sieht überhaupt nicht so aus. Deswegen, ihr, Diskrepanz entdeckt. Ihr Aussehen hat sich verändert. Ich habe mich operieren lassen. Das reicht mir nicht, Kumpel. Also wir können die anderen Daten nicht... Es ist egal. Weißt du, du siehst nicht aus, wie du in deinem Pass aussiehst. Das ist eine Diskrepanz. Ich kann dich nicht einreisen lassen. Ende. So. Schönen Tag noch. Mal wieder eine Dame aus Aristotzka sogar. Okay, was ist das? Die rosa Sünde? Nein, danke. Ich find's ein bisschen blöd, dass man hier keinen Mülleimer hat. Ich würde das gerne so dem Spiel so zeigen, so. Das werfe ich weg, weil will ich nicht. Und so. Fände ich lustig, wenn man das machen könnte. Das Bild sieht jetzt nicht so hundertprozentig so aus, finde ich. Übereinstimmung sagt allerdings das Gerät. Kommt aus Orwitsch, bis 84 gültig, 47 geboren. Dann darf auch die gute Xenia einreisen. Ja, nein, ich habe eine Familie mit Frau und Kind. Ich möchte nicht in die rosa Sünde. Meine Fresse. So, die gute Dame kommt aus Republien und ist keine Dame, sondern ein Herr. Das kommt mir jetzt aber doch... Da. Oha. Nein, wieso? Ach ja, Leute. Warum? Ja, ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Der Spielstand wird zu Beginn jedes Tages gespeichert. Ja, schön. Ersparnis 20, Gehalt 30, weil wir nur 6 Leute hier erfüllt haben. Miete kostet 20, Nahrung und Heizung haben wir gekauft, es geht allen gut. Wir haben allerdings kein weiteres Geld mehr, das ist nicht gut. Gehen wir schlafen. So, Terroristen verüben Anschlag auf Gresten, kolechische Hetzer unter Verdacht. Sport, das Wetter, Grenzübergang noch stärker gesichert. Zur Arbeit gehen. Vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt, Leute. Wie immer habe ich noch 2 Videos für euch, und zwar einmal auf der linken Seite Debronia und auf der rechten Seite Democracy 3. Außerdem könnt ihr unten noch meinen Kanal abonnieren.
Wir sehen uns dann also hoffentlich bald wieder zur nächsten Runde von Papers, Please. Bis dahin, habt eine gute Zeit, eure Ukulele.